Bewilligung verlieren. Zeigt sich, zu den Schulverweigerern gehören nicht nur Muslime, sondern auch Christen. Bei all dem zeigt sich, zu den Schulverweigerern gehören nicht nur Muslime, sondern auch Christen. Geht ins Wacker. Neben den vier Fällen aus dem Volta-Schulhaus gibt es im Kanton Basel-Stadt Kanal Basel mit Schule. Fundamentalistische Christen verweigern den Kindergarten. Ein Jugendlicher mit diesen Themen. Wegen der Religion nicht in die Schule. Fundamentalistische Christen verweigern den Kindergarten. So schön wie ein Hotel. Die renovierte Basler Jugi glänzt mit der Architektur. Und ein Leitbild für Baselbieter Kultur, das wünscht nicht, bringt rein. Vier Mädchen aus muslimischen Familien, die im Volta-Schulhaus in die Schule gehen, gehen zu Basel im Moment einen Haufen zu reden. Ihre Eltern wollen sie in den obligatorischen Schwimmunterricht schicken, das aus religiösen Gründen. Die Basler SVP hat gestern wegen dem einen Vorstoss im Grossen Rot angekündigt. Die SVP verlangt, dass so Eltern ihre Aufenthaltsbewilligung verlieren, falls sie sich auch nach mehrfacher Mahnung weigern, ihre Kinder ins Schwimmen zu lassen. Bei all dem zeigt sich, zu den Schulverweigerern gehören nicht nur Muslime, sondern auch Christen. Geht ins Wacker. Neben den vier Fällen aus dem Volta-Schulhaus gibt es im Kanton Basel-Stadt noch andere Schulverweigerer. Der Pierre Felder vom Basler Erziehungsdepartement. Es gibt neben dem Schwimmunterricht, das aus religiösen Motiven zu verweigern, gibt es auch Familien, die sich weigern, ihre Kinder in die obligatorische Kindergarten zu schicken. Eltern also, die ihre Binkis partout nicht in den Kindergarten gehen wollen, obwohl sie müssten, weil er zu Basel obligatorisch ist. Gründe dafür gäbe es unterschiedliche. Meistens stehen aber religiöse Motive im Vordergrund. Und in diesem Fall geht es nicht um Muslime. Zu einem grossen Teil gehen sie in Richtung christlicher Fundamentalismus. Also, und in diesem Fall geht es nicht um Muslime. Zu einem grossen Teil gehen sie in Richtung christlicher Fundamentalismus. Also gehen sie in Richtung christlicher Fundamentalismus, also dass die Familie ihre Kinder nicht wann außerhalb von der Familie geschult haben, weil sie weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt sind, die sie nicht gut finden. Es sind Fälle fundamentalistische Christen, die ihre Kleinen zu Basel nicht in den Kindergarten gehen wollen, obwohl sie müssten. Weil aus Sicht von so Eltern der Kindergarten zu fest in die Erziehung eingreift, wo für sie einzig und allein Familiensache sein sollte. Christlichen Eltern, die sich diesen Weg verweigern, droht das Gleiche wie muslimischen Eltern, die ihre Mädchen nicht ins Schwimmen gehen wollen. Nochmal der Leiter Volksschule Basel-Stadt, der Pierre Felder. Das Verfahren geht so, dass die Mahnungen zuerst durch die Schulleitungen folgen, dann irgendwann einmal kommt das Verfahren zu uns, dann gibt es von uns aus Mahnungen, Hinweise darauf, dass müsste ein Bußverfahren eingeleitet werden und dann geht das an den Erziehungsdirektor und er kann dann so einen Buß verhängen. Allerdings geht es um kleine Zahlen, sehr kleine. In den letzten zwei, drei Jahren sind es weniger als ein halbes Dutzend Fälle gewesen. Also weniger als sechs fundamentalistisch-christliche Elternpaar, die ihre Sprössling nicht in obligatorischen Kindergarten geschickt haben. Und dieser Weg schließt sich auch der Kreis zu den renitenten muslimischen Eltern, die sich weigern, ihre Kinder ins Schulschwimmen zu schicken. Auch hier reden es ein halbes Dutzend Fälle gewesen. Also weniger als sechs fundamentalistisch-christliche Elternpaar, die ihre Sprössling nicht in obligatorischen Kindergarten geschickt haben.
sich auch der Kreis zu den renitenten muslimischen Eltern. Direktor und er kann denen so einen Bus verhängen. Allerdings geht es um kleine Zahlen, sehr kleine. In den letzten 2-3 Jahren waren es weniger als ein halbes Dutzend Fälle gewesen, also weniger als 6 fundamentalistisch-christliche Elternpaar, die ihre Sprössling nicht in obligatorischen Kindergarten geschickt haben. Und dieser Weg schließt sich auch der Kreis zu den renitenten muslimischen Eltern, die sich weigern, ihre Kinder ins Schulschwimmen zu schicken. Auch hier redet das Basler Erziehungsdepartement im Moment von 5 Eltern im Kanton, die gebüsst werden sollen. Einen eklatanten Mangel an Integrationsbereitschaft beweisen also nicht nur die paar Muslime, sondern auch die Handvoll Christen. Gemessen an den über 20'000 Kindern und Jugendlichen, die in Baselstadt irgendeine von den öffentlichen Schulen besuchen, sind es und bleiben es verschwindend wenig. Es gibt neben dem Schwimmunterricht, das aus religiösen Motiven zu verweigern, gibt es auch Familien, die sich weigern, ihre Kinder in die obligatorische Kindergarten zu schicken. Eltern also, die ihre Binkis partout nicht in den Kindergarten gehen wollen, obwohl sie müssten, weil er zu Basel obligatorisch ist. Gründe dafür gäbe es unterschiedliche. Meistens stehen aber religiöse Motive im Vordergrund. Und in diesem Fall geht es nicht um Muslime. Zum einen grossen Teil gehen sie in Richtung christlicher Fundamentalismus. Also